Und heute geben wir euch einen kleinen Einblick auf die Könige. Und mit dabei ist der Rein und Weg und Mike der Vierte. Und damit herzlich willkommen, ihr Lieben, zu einer neuen Episode World of Warships. Ja, mit der König und in dem Hafen Dunkirchen. Und der liebe Rein und Weg wird wir uns natürlich wieder ein bisschen was zu Kaiser erzählen und die bisschen Geschichte machen für uns. Ja, die König-Klasse. Das Schlachtschiff 1911 entwickelt, 1913 gebaut, ist in der Skagerrak-Schlacht gefahren und hat nicht viele Einsätze gehabt, wie die Marine im Ersten Weltkrieg ja allgemein nicht. Ist dann nach dem Kriegsende an die Briten übergeben worden, nach Scapa Flow, und wurde dort wie viele andere Schiffe dann versenkt. Ist heute ein beliebtes Taucherziel, ist zum Teil nur geborgen worden, um es zu verschrotten. Der Rest, der da liegt, das gucken sich die Leute heute gerne unter Wasser mal an, so als ja, Unterwasserriff. Ist voll ganz interessant da unten. Ja, ich finde es immer toll mit Rein und Weg, diese kleine Geschichtsstunde, ne, weil er sich dafür interessiert und ja, das gibt so ein bisschen, wie sagt man so ein bisschen Atmosphäre in diese Episode. Finde ich mal toll. Ja, wir werden heute uns die Reihen hatten wir doch schon. Nein, wir wollen uns heute die König ein bisschen genauer angucken, ne? Also einen kleinen Einblick machen. Natürlich lernt man sie erst besser kennen, wenn man sie selber spielt. Und ja, in dieser Folge zeigen wir, was sie so kann und was sie so macht. Los geht's. Ja, die Karte ist doch schön. Da fahren wir doch wieder zum Fischmaul. Ja, Fischmaul. Genau. Also immer wenn wir zusammen im Clan spielen, wir fahren immer rechts auf die Karte zu zum Beispiel D und E 9 und 10. Das sieht aus wie ein Fischmaul, also wie ein Piranha, wer gerade so ein Stückchen Fleisch frisst, deswegen nennen wir das Fischmaul. Oder die nennen es Fischmaul. Also unsere F-Cups-Leute nennen das Fischmaul und ja, so hat sich das bei mir auch eingebürgert. Fischmaul. Wir fahren Fischmaul. Genau, das ist einfach so. Das ist einfach so angewöhnt und so geblieben. Schauen wir mal. Oh, die König ist nicht die schnellste, aber... Was haben wir gegen uns? Die Serov, oh Gott, Herr Flugzeugträger, ich liebe ihn. Die Bayern, die Ismael, ja, die Iron Duke, Deflinger, die hat man in der letzten Folge, könnt ihr euch erinnern? Bin ich, einfach nochmal die letzte Folge schauen. Ist ja erst am Montag rausgekommen. Da ist noch die Duca di Aosta, 12 Kilometer Torpedos, müssen wir gucken. Ich freue mich, ich würde schon am liebsten schon wieder quitten. Spaß. Nein. Also grundsätzlich sind wir eine Leute, die nicht quitten. Also wir spielen jedes Schiff durch bis zum Ende. Und ja. Genau. Auch wenn man sich mal am Anfang für einen falschen Weg entscheidet und genau in die Masse der Gegner reinfährt und dann doch zu weit vorfährt, wenn man schnell versenkt wird, das gehört auch mal dazu. Es gibt nicht nur Top-Spiele, es gibt auch mal Spiele, die sind nicht so schön. Das Flugzeug will mich. Ich sehe das. Ja, der will erstmal nur aufklären, ja. Entdecken. Oh, ein Flugzeug schon erledigt. Dann drücken wir doch mal O, um die Flugabwehr zu verstärken. Ich glaube, ich aktiviere die immer zu früh. Oh, ich habe auch ein Flugzeug weggeholt. Was ist wohl? Also das, oh, ich habe noch im Wegfliegen ist einer abgebrannt. Ach so. Zwei Flugzeuge. Ich schalte mal kurz auf halbe Kraft. Warum? Ich habe in der letzten Folge euch was versprochen. Und zwar, wie man zum Beispiel das Fadenkreuz anpasst. Ne? Da geht ihr auf Steuerung und dann könnt ihr hier bei Fadenkreuz wählen und dann könnt ihr euch hier auch durch die ganzen vielen was aussuchen, was euch am besten gefällt. Ich habe jetzt das Gelbe genommen, wie ihr seht. Ja, das hebt sich ein bisschen. Spotted. Oh, was? Wie? Was? Ich bin schon spotted. Wir müssen aufpassen. Ja. Kurz nochmal zur Erklärung. Also ich nehme dieses gelbe Fadenkreuz mit der roten Linie. Das hebt sich vom Hintergrund am besseren ab. Deswegen habe ich das drin. Und ich treffe damit einfach besser. Also ihr könnt jedes Fadenkreuz, was ihr wollt. Das ist nur eine Information an euch, ne? Wenn ihr halt Probleme habt beim Zielen oder Vorhalten, versucht mal ein anderes Fadenkreuz. Oh, da kommen deine 12 Kilometer Torpedos. Ich weiß nicht, ob sie Tuka, sie haben sie da noch nicht gesehen, sind nicht aufgedeckt. Aber die Ismael macht sich, da kommt die Königsberg. Das ist jetzt mal das erste Ziel für uns. Ist schon unterwegs. Das ist mal ein schönes Schiff. Ich habe mal 7,5 vorgehalten. Mal platzen. Getroffen habe ich was. Oh, ich auch. 7000 Schaden gemacht. Hast du AP geladen? Na klar. Okay. Ich habe HE geladen noch. Na gut. Der König kann man ruhig mal AP laden, auch gegen 6er. Das tut schon mal weh für die Jungs. Oh, da kommt was für immer. Die Kongo. Kongo. Und wie man sieht. Wenn der trifft, kann das auch weh tun. Dreht er gleich ab.
Und dann wollen wir der Kongo mal einen kleinen Gruß rüber schicken. Ja, mach ich jetzt auch gleich. Aber die dreht ein, pass auf. Oh, die bleibt stehen. T22. Oh. Ich hab das vielleicht berücksichtigt, ne? Ich hab schön daneben geschossen. Einer links, der Rest rechts. Ich hab's aber berücksichtigt. Dreh hier mal erstmal. Ja, 4000 nehme ich. Und die Königsberg fährt sich fest. Ups, wir haben da entdeckt. Die Königsberg hat sich festgefahren. Aber dann nehmen sie raus, ich komme leider nicht ran. Ah, meine Geschütze drehen gerade zu schnell. Die Duca mit den 12 Kilometer Torpedos. Sie ist jetzt 12,9 weg, also kann sie uns nicht gefährlich werden. So, meine Kleine. Ich habe ihr mal einen Gruß rübergeschickt, vielleicht gehen sie rein. Ja, 2000. War nicht perfekt getroffen. Besser als nix. Ja, ich würde mal Geschütze nach rechts drehen langsam. So, meine Schüsse drehen schon. Bäh. Und aber eine Menge. Oh, die Königsberg ist raus. Von der Piotr Wielecki. Hat jetzt die Kill geklaut. Na egal. Hauptsache wir gewinnen. Das ist. Da ist die T20. Oh, und da ist. Die Kongo. Die Ismail schießt auf mich. Das kleine. Ja, das ist wieder nächste Feld. Die Duca da Costa hat sich festgefahren an derselben Stelle wie die andere. Ist auch schön. Manchmal ist es lustig. Ja, wir müssen erstmal sehen, dass wir die Kongo rausnehmen. Ja, ich sehe das schon. Die wird brandgefährlich. Was macht die uns hier? Oh, Glück gehabt. Die Ismail ist halt wegen voll ins Leere. Oh, Zitadelle auf der Kongo. Sehr schön. Habe ich gleich mal 8000 gezogen. Raus jetzt. Raus. Piotr Wielecki. Wie geht es Ihnen immer so aus unserer? Nein. Gucken wir doch mal, was er jetzt mal Schaden anrichten darf. Also ist ziemlich weich von vorne. Oh, 6900. Ich schlag mal ein bisschen ein, das sieht schon mal gut aus. Und die ist gleich weg. Die fährt Treffer rückwärts, ne? Sie gleich weg. Ja. Mal angehalten zumindest, ne? So. Fährt rückwärts. Die drei noch. Nächstes Halbe könnte ihre letzte sein. Autsch. Autsch. Ah, nimm sie raus, los. Leider nicht, nur 1000 Euro. Aber schon mal verteidigt nochmal. Können sie also noch nicht. Dann die Molotow schießt auf mich, die wird mich gleich anzünden. Ja. Molotow. Wie der Cocktail, man brennt bei den Schienen. Und jetzt muss die Kongo raus, ansonsten haben wir da ein Problem. Sehr schön. Erledigt. Abtum, kritisch beschädigt. So, jetzt sollten wir auf jeden Fall auf hart Steuerboot gehen und frontal auf die Leute zufahren, weil ja. Torpedos unterwegs sein könnten und ich sehe sie nicht. Genau. Problem gelöst. Ismail. So. Jetzt können wir hier gleich Pech haben, dass die Torpedos kommen hier. Von der Luca und von der. Oh, jetzt kriege ich hier Feuer. Gegnerische Schlachtschiff gesichtet. Ich überlege gerade abzudrehen nach links hinter die Insel erstmal. Achtung, melde Zielposition. Feueralarm! Ja, ich weiß, Feueralarm. Zwei Brände. Na, schönen Dank auch. Ja. Ich hatte Glück. Oh, da ist die T22 weg. Das ist schon mal sehr gut. Feines Ding, Guide. Aber die Duca hat auch noch Torpedos. Wahrscheinlich geschickt. Iron Duke ist auch noch da hinten. Leider nur 1600 auf dem Molotow. Ich trinke mal ab. Ich drehe mal kurz ab, weil das ist mir zu riskant, weil ich habe schon die Hälfte meines Lebens verloren. Das ist okay. Ich will doch links. Nicht nach rechts. Torpedos direkt voraus. Da sind sie von der Duca. Na, das war's wohl für mich. Wir das haben ein Leck unterhalb der Wasserlinie. Ja. Wir laufen schnell voll. Komm, reparier. Oh. Also wenn du jetzt anfängst zu brennen, dann hast du verloren. Dann bist du raus. Ja, ich verstecke mich jetzt gerade. Und ich
Ich hoffe, dass ich dir jetzt keinen Kratzer mache. Oh, die Bayern, die Dünkirchen B hat die Bayern rausgenommen. Das ist schon mal gut. So, wir versuchen uns jetzt mal zu retten. Das war eine knappe Kiste gerade. Oh, ich versuche mal hier mich anzubieten. Oh, die Ismail ist alles noch da. Ismail, Iron Duke sind alle noch hier. Kann ich hier schießen von hier aus? Jetzt kommt die Molotov von vorne. Die hat ja auch noch Torpedos, die Kleine. Na da. Als Zerstörer brauche ich keine Angst mehr, wir sind ja raus. Die Zerstörer sind raus. Queen Elizabeth ist noch links von mir, also ich bin gedeckt erstmal. Ich kann erstmal reparieren. Da ist die Ismail, das hab ich doch bewusst. Das können wir uns mal anziehen. Oh! Siehst du wohl, Detonation, das wollten wir doch. Also die Ismail kommt jetzt vor, ne? Dann kann ich gleich mit drauf schießen. Die Ismail kommt vor. Aber die macht uns gleich ganz schön Ärger. Warte, ist die Velleki noch da? Ja, die Velleki ist auch noch da. Sehr schön. Die Queen Elizabeth kommt gerade vorbei geworden. Ja. Noch bin ich unentdeckt von der. Da kommt sie angewackelt. 5.500. Die Geschütze sind auf dich gedreht, ne? Ja, ich weiß. Und der Duca, die kommt auch da um die Ecke. Und die Ismail muss sich jetzt um zwei kümmern. Die Piotr Velleki ist auch da. Ja, muss ich mal sehen, wie er jetzt... Ich kann nicht drauf schießen. Oh, meine Sekundärgeschütze nehmen jetzt die. Okay, 5.000. Oh Gott, da kommt noch die eine Tug. Scheiße. Ja, ist egal. Ich hab da eine schon mal rausgekommen. Ist ja schon mal. Sie hat sich festgefahren, jawohl. Torpedos direkt voraus! Oh, fahren die Grenze rein. Weil ich nochmal schießen wollte. Und nochmal drehen. Die Duca hat sich festgefahren, oder? Ja, und die fährt jetzt gerade rückwärts. Also wenn jetzt die Queen gleich schießt, dann müsste sie einfach weg sein. Oh, es hat nie gereicht. Wir haben einen gegnerischen Kreuzer versenkt. Unser Team hat die Führung übernommen. Ich versuche jetzt spitz zu Iron Duke zu kommen, dass sie mich nicht rausnimmt. Aber ich habe noch 48 Sekunden, bis ich repariert bin. Gewehrt wird sich hier bis zum letzten HP und da kommt die Salve, die mich wahrscheinlich rausnimmt. Oder auch nicht. Nein. Alles daneben. Das ist doch schon mal sehr nett. So, was haben wir denn jetzt überhaupt? Wo ist die Ismail? Die Ismail ist noch in der Durchfahrt, da ist sie. Die ist da noch drin, die hat sich da versteckt. Lass uns erstmal die Iron Duke rausnehmen und dann können wir uns mit der Ismail kümmern. Aber ihr seht, niemals aufgeben. Ich bin immer noch drin, obwohl ich noch 3000 HP habe. Ja, und du warst schon fast runter. Ja, ich war schon raus eigentlich. Wasser. So, da kommt sie. Ficken wir doch mal einen Gruß rüber. Ich komme aber nicht durch. Oh, die Queen will's wissen. Oh, 3-7 ist besser als nix. So, Ismail, bleibst du drinne oder kommst du raus? Jetzt eine schöne Detonation wäre schön. Ja, die hatte ich ja vorhin bei der. Oh, die Ismail ist rückwärts gefahren. Durch den ganzen Gang. Also müssen wir jetzt mal sehen, dass wir erst die Iron Duke rausnehmen und dann die Ismail. Ich versuche Spitze zu zeigen, dass sie mich nicht rausnimmt, aber. Sehr schön. Aber das wird wahrscheinlich nichts werden. Ah, die Glück ist gleich die kleine. Feueralarm. Mach's gut, du kleine. Nein, auch nicht. Gut. Nicht zu große Töne spucken, sonst riecht gleich noch kassiert. Hecke sie. Oh Gott sei Dank. Von Piotr. Oh. So, die Queen. Unser Dünkirchen B juckt den Flugzeugträger. Und du bleibst jetzt schön in der Insel stehen, weil wenn die Ismail die Spitze nimmt oder quer nimmt. Da ist sie. Aber er fährt wieder vorwärts, glaube ich. Piotr fährt da. 74.000 Schaden gemacht, eine Detonation.
74.000 hast du gemacht? Jupp. Uiuiuiui. Ne, da kann ich leider nämlich halten. Ich hab in dieser Runde nur 47.000. Selbe Zahlen, ne? Was, 74? Ja, ja, gedreht, ja. Also ihr seht, der König macht schon Spaß, ne? Die hat nur 5 Geschütze, wie ihr seht. Das hätte man auch vielleicht mal anfangen mit eingehen können, ne? Ja, sie hat eine ungewöhnliche Organisation ihrer Türme, aber sie drehen auch nicht allzu schnell. Aber das ist leider die Krankheit von den ganzen Schlachtschiffen aus den Bereichen, aus den Zeiten. Die sind alle nicht so wahnsinnig schnell. Die Ismael will die Queen Elizabeth rammen. Ja, das könnte er sogar schaffen, weil die Elisabeth ist nicht die schnellste. Ja, aber ich bin ja auch noch da. Das wird er nicht packen, weil 369, 314, dann ist er gleich weg. Schade. Die ist näher drauf. Ja, vielleicht mein dritter Kill gewesen. Brand. Oh, ich habe nur einen gemacht. Nee, vielleicht, aber ja. Ja, Ziel ist es zu gewinnen und nicht Kills, ne? Genau. Klar ist es immer schön, ein Schiff zu versenken, das weiß jeder, aber... Darum geht's nicht. Also wir fahren aber rein in die... in das Cap. Ich bin schon auf dem Mesh. Die Punkte nochmal abstauben. Ach, siehst du, wie ich vergessen habe. Meine Ausrüstung, mein Äußeres. Ich habe meine Tarnung vergessen. Naja. Ich habe meine Tarnung gemacht. Neujahrstarnung. Hm. Sieht ein bisschen grün aus. Ja, macht nichts. Wenn das Wasser nicht so blau wäre, wäre es die gute Tarnung. Wie gesagt, die König ist nicht die schnellste mit ihren 25 und ein bisschen Knoten. Aber wir kriegen die Punkte noch. Hervorragend. Mist. Also rausgefahren. Die Queen ist rausgefahren. Naja, ist egal. Kriegen wir trotzdem. Selber schuld, aber das schaffen wir noch. Hoffe ich. Oh, er hat die... Die Seerauf hat unsere Dünkirchen B rausgenommen. Der hatte die ja verfolgt. Gefecht endet in 5 Minuten. Ja, Queen, jetzt versucht sie wieder reinzukommen, die Queen. Ob sie das mal schafft, naja, ist egal. Ja, kurze Reichweite haben wir mit der bloß. Wir haben bloß 16,5 Kilometer. Ja. Ah, das haben wir alles so ein bisschen vergessen am Anfang, ne? Wir waren irgendwie heiß aufs Spielen, ne? Genau. Ah, nächste. Aber das ist so, das muss, man muss ja erstmal spielen. Die Feinheiten muss man ja nachher erstmal. Wir können ja nicht mit der Wissenschaft anfangen, sondern wir müssen erstmal mit dem Spiel anfangen. Und die Feinheiten kommen dann jetzt so nach und nach. Worauf man mal achten soll, damit man mehr Punkte kriegt, damit man einfach schneller vorankommt. Du, das sind Löcher bei mir im Schiff. Das ist durchaus möglich. Man ist ja auch beschossen worden. Aber ich kann in die Kombüse reingucken. Ja, lass den Koch mal eine Suppe machen. Was gibt es heute? Schwarzpulver mit Metallsplittern. Oder ein bisschen Kartoffelbrei, ein bisschen dicker, dann kann man die Löcher wieder dicht machen. Wer isst denn das freiwillig? Oh Mann. Ja, wenn du Hunger hast, ne? Hunger treibt's, nein, genau. Ich finde das immer schön. Ja, es ist schön, je schlechter das Essen, umso besser ist die Armee. Ist das nicht, umso besser das Essen, umso besser ist die Armee? Nee. Je schlechter das Essen ist, desto hungriger und desto wütender sind sie. Also kämpfen sie auch besser. Ich weiß ja nie, ob das so hinhaut. Das ist wie mit der bei der Marine. Die stellen nur Nichtschwimmer ein. Die verteidigen die Schiffe länger. Stimmt aber auch. Nee, das ist alles so Klischee. Die müssen alle schwimmen können. Naja. Aber vom Prinzip ist es ja nicht verkehrt, ne? Also. Und das sieht danach aus, als wenn wir gewinnen würden. Oh, aber er will noch erobern. Aber ich denke mal, er liegt so unter Feuer, da wird er wohl keine Chance haben. Ja, eigentlich könnte man jetzt schon anhalten, aber man weiß ja nie. Naja, 800. Naja, er könnte ja noch ein Schiff rausnehmen, ne? Er hat da noch Flugzeuge unterwegs. Genau. Omaha könnte er durchaus mit den 3000, das könnte er schaffen. Wie weit haben wir mit Reichweitenflieger? Mit Reichweitenflieger? Irgendwo haben wir gar nicht eingesetzt in dieser Mission. Also in dieser. Ja, wir waren ja mal dicht dran. Episode, ne? Da hätten wir 19,8 Kilometer schießen können. Hätten, aber. Ja. Reicht immer noch nicht. Wir fahren in die Richtung, verteidigen B, dass er da nicht hinkommt. Und dann schauen wir mal.
Ich finde das Fadenkreuz echt gut. Das hebt sich echt gut vom Hintergrund ab. Es könnte vielleicht noch ein bisschen gelber sein. Ja, ein bisschen grün habe ich das dann. Ich bin da so ein bisschen grün angehaucht. Also von der Farbe. Ich mag die grüne Farbe, aber soll keine Äußerung zu meiner politischen Einstellung sein. Obwohl jetzt, wo ich das so sehe, hebt sich doch nicht mehr so gut ab. Obwohl die rote Linie hebt sich ab. Es soll doch nicht komplett weg, ne? Man sieht hier die Punkte, die weißen Punkte, da kann man vorhalten. Dann nimmt man die so rein. Also ich würde jetzt zum Beispiel auf die Distanz würde ich auf 0,5 gehen, also 5. Und dann würde ich ja genau zwischen die Ballins, also in dieses Dreieck reinschießen. Würde wahrscheinlich dann auch richtig gut treffen. Jawohl. Und da haben wir gewinnt. Hat Omaha sie rausgenommen. So, dann gucken wir mal. Oh, Dreadnought habe ich wieder bekommen. Ich schaffe das irgendwie in jeder Mission, wenn ich Schlachtschiff spiele, einen Dreadnought zu bekommen. Ich werde immer übelst beschossen, hau ab, repariere mich und komme zurück. Ja. Ja, ich hatte den vernichtenden Schlag. Alles gut. Platz 3 für dich, Platz 5 für mich. Bin ich zufrieden mit. Oh, 1400 Punkte. Grund-EP, das ist schon in Ordnung. Jo. Oh. War kein Problem. Ich habe einen Container bekommen für die erste Mission des Tages. Nehmen wir doch gleich mal an hier. Schlecht. Klack. Das können wir euch auch mal zeigen, ne? Wenn wir schon mal dabei sind. Und den Öffner, wo jetzt die sammle ich. So. Das war die König. Gibt's noch was zu sagen, lieber rein und weg? Schönes Schiff. Macht Spaß zu spielen. Einfach mal ausprobieren. Und dann sehen, was da so kommt. Genau. Also wenn ihr sowieso die Deutschen hochspielt, müsst ihr sowieso das Schiff eine Weile spielen, um zum nächsten Schlachtschiff frei, also den, um das nächste Schlachtschiff frei zu spielen, also frei zu schalten von Forschungspunkten. Das wären nämlich dann die Bayern. Aber dazu kommen wir noch. Und in der nächsten Folge sehen wir, da schauen wir doch mal rein. Wir haben jetzt die König gespielt. Als nächstes sehen wir die Königsberg, einer meiner Lieblingskreuzer. Das sehen wir in der nächsten Folge. Ja, das wird so sein. Genau. Und ihr seid der Besten. Ich bin der Mike. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Und tschüss.